Herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen in der Ostwaldkirche zum Programm Katholikentag Plus und zum Podium Geld oder Leben, Kapitalismus als Religion. Mein Name ist Katja Strobel, ich arbeite bei der Leserinitiative Public Forum und zunächst ganz herzlichen Dank an Mauricio Ruiz für die Einstimmung. Er wird auch in der Mitte und zum Schluss etwas für uns spielen. Dankeschön. Das Podium ist Teil des Programms Katholikentag Plus, das von der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche, von der Evangelischen Dreieinigkeitskirche, die hier auch unsere Gastgeberin dieser schönen Kirche ist, und von der Leserinitiative Public Forum organisiert wird. Das Podium hier wird mitveranstaltet vom Konziliaren Ratschlag. Das ist die Fortführung der Konziliaren Versammlung, die 2012 in Frankfurt stattgefunden hat, sagt vielleicht einigen von Ihnen etwas. Und für diesen Ratschlag im Oktober finden Sie auch die Einladungen auf Ihren Sitzen. Ich möchte noch darauf hinweisen, bevor wir starten mit unserem Thema, dass wir keine finanziellen Zuschüsse bekommen und auf Spenden angewiesen sind und dass deswegen gleich Spendenkörbe durch die Reihen gehen. Herzlichen Dank, falls Sie etwas spenden können. Danke. Nun aber zu unserem Thema, Geld oder Leben, Kapitalismus als Religion. Und ein herzliches Willkommen an die Podiumsteilnehmerinnen, die ich nun kurz vorstellen möchte. Ganz zu Ihrer Linken sitzt Michael Ramminger. Er ist katholischer Theologe, Mitbegründer und Mitarbeiter am Institut für Theologie und Politik in Münster, das unabhängig von Universitäten und Kirchen seit Anfang der 90er Jahre Forschungs- und Bildungsarbeit im Bereich Befreiungstheologie, aber auch politische Arbeit im Sinn der Vernetzung sozialer Bewegungen und christlicher Bewegungen vorantreibt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Analyse von Globalisierung und Neoliberalismus und die Rolle der Kirchen darin sowie soziale Bewegungen in Lateinamerika, vor allem Brasilien. Herzlich willkommen. Rechten, Maria Katharina Moser, hat katholische Theologie in Wien und interkulturelle Frauenforschung in Manila studiert. Sie hat in Sozialethik zum Opferbegriff aus feministischer Perspektive promoviert und Erfahrungen in der Jugendarbeit, in Frauenprojekten, zum Beispiel beim Österreichischen Frauenforum, in der feministischen Theologie und in der Frauensynodenbewegung gesammelt. Sie hat in der Erwachsenenbildung und in der universitären Lehre und Forschung gearbeitet. Seit 2007 ist sie Redakteurin in der Abteilung Religion des Österreichischen Rundfunks. Wird allerdings Ende Juli den ORF verlassen und als Vikarin im Dienst der Evangelischen Kirche in Österreich anfangen. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten, Alberto da Silva Moreira, ist Professor für Theologie und Religionswissenschaft an der Päpstlichen Universität in Goiânia in Brasilien und von daher den weitesten Weg zu uns angereist. Vielen Dank dafür. Er hat bei Johann Baptist Metz promoviert und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Prosperitätsreligion, der Religion des Wohlstands oder des Kapitalismus, aber auch mit einem differenzierten Blick auf die verschiedenen Pfingstkirchen und neuen religiösen Bewegungen in Brasilien. Er arbeitet außerdem seit langem in der brasilianischen Landlosenbewegung, der MST, und in der Landlosenpastoral mit. Ein herzliches Willkommen. Und Kuno Füssel, links von mir, ist Theologe und Mathematiker und war nach seiner Zeit an der Universität als Lehrer tätig. Als Rentner ist er nun weiterhin sehr aktiv, beispielsweise bei den Christinnen für den Sozialismus, mit denen ihn auch eine lange Geschichte in der Chile-Arbeit verbindet. Er hat viel zum Thema Sprache, Macht, Erkenntnistheorie und Ideologiekritik veröffentlicht und ebenso genauso zu unserem Thema Kapitalismus als Religion. Herzlich willkommen. Angesichts der Wirtschaftskrise, die nun schon 5 Jahre alt ist, deren am Ende aber nicht in Sicht ist, die Frage aktuell und dringlich: Wie kommt es, dass unsere Gesellschaft den Kapitalismus als Religion, als sinngebendes System
akzeptiert hat. Walter Benjamin hat es in seinem Fragment Kapitalismus als Religion von 1921 so formuliert: Der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die sogenannten Religionen Antwort gaben. Faszinierend ist für mich auch die Aktualität der permanenten Verschuldung, die Benjamin als Charakter dieser Religion benennt, und zwar in ihrer doppelten Bedeutung. Ist doch die Verschuldung der sogenannten Krisenländer in Südeuropa das Argument dafür, dass sie zurzeit in die Erwerbslosigkeit und Armut getrieben werden? Für dieses Podium soll es zwei Schwerpunkte geben. Erstens die Analyse. Wie ist das zu verstehen, der Kapitalismus als Religion? Welche Elemente machen die Religiosität des Kapitalismus aus? Woran ist festzumachen, dass er die anderen Religionen ersetzt? Und zweitens, was ist angesichts dessen unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, die wir an einen Gott der Befreiung und Gerechtigkeit glauben, der ein würdiges Leben für alle einfordert, einfach aufgrund ihres Menschseins? Was können wir tun, um dem Götzendienst etwas entgegenzusetzen? Und damit möchte ich nun die erste Runde des Podiums eröffnen. Die erste Runde wird eröffnet von Michael Ramminger und ich gebe dir jetzt einfach das Wort. Ja, herzlichen Dank. Es gibt durchaus Veranstaltungen, Problematisierungen unter dem Titel Kapitalismus und Religion. Unsere Veranstaltung heißt Kapitalismus als Religion. Und ich möchte kurz erklären, wie wir auf diese Idee gekommen sind, das so formulieren zu können. Dafür gibt es zwei doppelte Anlässe, einen gewissermaßen äußeren und einen inneren. Der äußere Anlass im Zusammenhang mit unserer Arbeit der Aufarbeitung und der Aktualisierung des Zweiten Vatikanums, des Zweiten Vatikanischen Konzils, sind wir auf das Dekret zur Religionsfreiheit gestoßen. Dieses Dekret war eines der umstrittensten und heftigst umstrittensten Papiere des Vatikanums und wurde erst ganz zum Schluss nach heftigen Auseinandersetzungen verabschiedet. Und das wundert einen auch nicht, wenn man weiß, dass es darum geht, dass die Religionsfreiheit allen Menschen zugebilligt wird, und zwar aufgrund ihrer Würde und ihrer Freiheitsfähigkeit, und zwar unabhängig zunächst mal vom Wahrheitsgehalt der Religion. Religionsfreiheit ist unbedingt und sie ist in der Würde und der Freiheit der Menschen begründet. Was das mit unserer heutigen Situation zu tun hat, werde ich nachher noch mal kurz anreißen. Der zweite äußere Anlass, den ich auch zum Schluss noch mal aufgreifen möchte, ist das Lehrschreiben von Papst Franziskus Evangelii Gaudium, der die Frage nach Religion und Religionsfreiheit aus einer ganz anderen Perspektive stellt, wenn er sagt, diese Wirtschaft tötet. Aber diese beiden Dinge sind nur der äußere Anlass. Der innere Anlass ist der Zustand der Welt selbst, der dieses Thema aufzwingt. Nun könnte man in einem sehr oberflächlichen Sinne sagen, ja, seit 1989 gibt es einen Epochenwechsel, der Kapitalismus hat überlebt, er hat sich geografisch ausgeweitet nach Russland, nach China, Indien, auch südamerikanische Länder wie Brasilien. Er hat sich in unserer Lebenswelt ausgebreitet, Stichwort Ökonomisierung der Bildung, Privatisierung der Sozial- und Wirtschaftssysteme, und er hat auch im Alltag um sich gegriffen. Er hat sich auf symbolischer Ebene ausgeweitet, das Prinzip des Marktes, der Vermarktung zum Beispiel von Körper und Jugend, selbst die Alten sind heute in der Werbung jung. Er vermarktet die Gesundheit und wer weiß noch, was das Volksparkstadion war. Und wie es heute heißt, das ist die Imtech-Arena des HSV, der glücklicherweise nicht abgestiegen ist. Wir haben auf der anderen Seite den Zustand der Kirchen, den man auch zunächst mal ganz formal beschreiben könnte. Na gut, es ist in den letzten zig Jahren hat es einen Rückgang der Kirchenmitglieder gegeben, die Gottesdienstbesuche gehen zurück, das sogenannte katholische Milieu löst sich auf, dafür gibt es neue Reformbestrebungen, Gemeinden werden neu organisiert. Man versucht es mit neuen Mitteln, man orientiert sich an Shell- und Milieustudien, um zu gucken, wie man die Jugendlichen an Kirche binden könnte. Oder die Kirchen werden reorganisiert mit Hilfe von Wirtschafts- und Unternehmensberatungen wie McKinsey. Ich erinnere nur daran, dass in den Diözesen Essen, bei der Caritas in München,
in Köln und so weiter und so fort wahrscheinlich der eine oder andere Hunderttausender versenkt worden ist, um Kirche zu modernisieren. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass wir in einem hoffnungslosen globalen System leben, in dem in Europa 50% Jugendarbeitslosigkeit, in den südlichen Ländern Spanien 40%, in Griechenland und so weiter leben, existieren, dass die Arbeitszeiten der Menschen unerträglich verlängert werden, dass Kriege und Aufstände zugenommen haben, dass wir unter ökologischer Perspektive in einer auch fast aussichtslosen Situation leben. Ich weiß nicht, ob Sie es letzte Woche mitgekriegt haben, als eine amerikanische Forschungsgruppe festgestellt hat, dass ein großer Teil der Eiskappe in der Westantarktis in einem Stadium des unumkehrbaren Rückgangs ist. Selbst wenn heute der CO2-Ausstoß gestoppt würde, wäre der Rückgang der Polkappen unumkehrbar. Ich könnte auch von den Flüchtlingszahlen reden, von der unerträglichen Festung Europa, von den 20.000 Toten im Mittelmeer, auch davon, dass 6.000 syrische Flüchtlinge in der Bundesrepublik aufgenommen werden, während gleichzeitig die Nachbarländer von Syrien inzwischen 1 Million Menschen aufgenommen haben. Und wir haben zugleich eine Krise der Kirchen, nicht einfach nur eine Umformierung der Kirchen, sondern eine Krise der Kirchen. Zurückgehende Mitgliederzahlen sind die eine Sache, aber die Missbrauchsskandale und der fast unumkehrbare oder denkbar unumkehrbare Rückgang des katholischen Milieus dürfte niemanden mehr verwundern. Ich beziehe mich hier mal auf Thomas Luckmann, der das, finde ich, sehr präzise gesagt hat, der davon geredet hat, den Begriff geprägt hat, believing without belonging, also vom Rückgang der traditionellen institutionalisierten Religionsform, also der Kirchen, geredet hat, während gleichzeitig parallel dazu neue, unsichtbare Formen von Religion auftauchen, die institutionell weniger gefestigt und stärker individualisiert sind. Also die Gemeindemitglieder, die heute zu einem Ikebana-Kurs kommen, morgen über einen neuen Kaplan begeistert sind und übermorgen im Fitnesscenter landen, ist, glaube ich, ein typisches Beispiel für solche Formen von Religiosität, die von Kirchen nicht mehr gebunden werden kann. Eine tiefe Krise der Institutionen, Kirchen als sozialisierende und traditionsstiftende Instanzen verlieren zunehmend an Bedeutung, und ich glaube, das in einem dramatischen Maß, das wir bisher überhaupt noch nicht richtig verstanden haben. Und gleichzeitig glauben die Kirchen, dass sie immer noch mitspielen könnten, auch wenn es belangloses Zeug ist, was geredet wird, wie zum Beispiel im letzten Sozialrat. Was haben diese Dinge miteinander zu tun? Was haben die Krisen der Kirchen mit dem katastrophalen Zustand der Welt zu tun? Ich glaube, und jetzt komme ich auf unser Thema, dass man sagen kann, dass der Kapitalismus viele Funktionen von Religion übernimmt. Religion wandert aus den expliziten Religionsgemeinschaften und Kirchen aus, und der Kapitalismus dringt in die Religionsgemeinschaften, in die Kirchen ein. Religion ist, um das mal für kurz zu sagen, wir kommen nicht umhin, eben die Religion zu definieren. Die Fachleute wissen, was das für eine komplizierte Angelegenheit ist, aber es gibt für mich eine Definition, die annähernd hilfreich ist, und die hat 4 Aspekte. Religion schafft Identität, bietet Handlungsorientierung, legitimiert oder delegitimiert die Macht und hat ein umfassendes Weltbild. Und natürlich ein symbolisches Arsenal, um das alles sozusagen konsistent zu machen. Eine Messe, eine Liturgie, Form von Gemeindeidentität, ein Buch und so weiter und so fort. Wenn man sagen kann, dass das Religion ist, dann versteht man, warum man davon reden muss, dass der Kapitalismus eine Religion ist. Und nur so ist auch zu erklären, warum trotz der Auswegslosigkeit, die ich eben geschrieben habe, der herrschenden Verhältnisse, die Menschen an diesen Verhältnissen festhalten. Weil wir nämlich kein nur instrumentales Verhältnis zur Ökonomie